Wir stehen hier in Potsdam auf dem Luisenplatz. Hinter uns, oder wir gucken in Richtung des Brandenburger Tors von Potsdam, nicht von Berlin logischerweise. Hier wird gerade ganz viel aufgebaut. Hier steht so ein Container Toleranzräume, der sich an Kinder richtet. Auf dem Platz dahinter wird eine Bühne aufgebaut, bei der es auch gegen irgendwas geht, Kampf gegen sonst was. Was ist hier los? Das ist eine richtig gute Frage. Wir erleben, also für meine Begriffe, eine Art Wahlbeeinflussung, wie wir es noch nie vorher erlebt hatten. Da hinten ist eine Bühne aufgebaut worden, stabil bleiben gegen die AfD und gegen Rechtsruck und das gegen eine bestimmte Partei, die in Umfragen auch so groß ist, in dieser Art und Weise und auch steuerfinanziert, weil all diese Gruppen, die da tätig sind, werden finanziert durch uns. In dieser Art und Weise eine Wahlbeeinflussung versuchen, ist neu. Wir erleben an allen Ecken und Enden Manipulation. Wir haben hier Toleranz. Darf man sagen, die Landesregierung in diesem Fall und vielleicht auch die Bundesregierung machen mit Steuermitteln gezielten Kampf gegen eine Partei? Also da werden nicht nur Steuermittel drin sein, es sind ja auch viele Unternehmen, die das unterstützen. Die Frage ist, über welche Kanäle denn immer Steuergelder da reingewandert sind. Und das ist hochproblematisch. Natürlich haben wir hier viele sogenannte NGOs, die sich finanzieren aus Steuergeldern heraus. Ob sie genau diese Veranstaltung davon finanzieren, das weiß ich nicht. Aber das kann natürlich nicht sein, dass wir Steuern zahlen für Nichtregierungsorganisationen, die dann wiederum sich hinstellen und speziell Wahlkampf gegen eine Partei machen. Das ist für meine Begriffe total undemokratisch und eine Wahlbeeinflussung, wie wir es wirklich in der Vergangenheit noch nicht erlebt haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie sehen also, es geht richtig rund in Brandenburg. Geht der Ministerpräsident fliegen, weil er verliert? Fliegt die Ampel auseinander? Haben sich die Grünen die Wahl gekauft? Also sehr zentrale Fragen und das Medieninteresse ist groß. Und deswegen schalten wir jetzt nochmal zu einem kurzen kleinen Film nach Potsdam. Und für eines muss ich mich entschuldigen, die Bildqualität ist im Augenblick nicht die beste, aber sie wird gleich besser. Wir arbeiten daran, wir verbessern die Menge der Pixels und der Bits und der Bytes, die zu Ihnen fliegen. Und dafür bitte ich Sie nur ein klein wenig Geduld. Aber Sie sehen ja, ich glaube, unsere Analyse ist sehr gut. Und jetzt wieder Mats ab. Es geht zum nächsten Film. Jetzt bin ich hier rausgeflogen. Hilf mir mal bitte. Das kommt vom Umschalten hier immer. Herzlich willkommen zum Zentrum der Macht Brandenburgs. Das hier hinter mir ist der Landtag in Potsdam, das Stadtschloss. Hier geht es um alles oder nichts für den Ministerpräsidenten Woidke. Er hat schon angekündigt, wenn seine SPD nicht den ersten Platz belegen wird in dieser Wahl, dann will er zurücktreten. Das ist dann das Ende seiner politischen Karriere, sagt er zumindest. Wir werden es sehen, wie es ausgeht. Die AfD liegt wirklich könnte stärkste Partei hier werden und damit die stärkste Partei in zwei Bundes, zum zweiten Mal die stärkste Partei in einem Bundesland. Das hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Politik in Berlin und auf die Außenpolitik, was überhaupt machbar ist. Eine Brandmauer mit einer AfD, die so um die 25, 26, 27% liegt, ist noch zu bewerkstelligen, aber es setzt alle anderen Parteien unter Druck. Was können Sie noch machen? Sie sind im Zugzwang, mit wem Sie da noch koalieren können, vor allen Dingen mit den guten Ergebnissen, die voraussichtlich das BSW von Sarah Wagenknecht einfahren wird. Direkt gegenüber vom Landtag liegt die Sankt-Nikolai-Kirche in Potsdam und auch die lässt es sich natürlich nicht nehmen, einen politischen Aufruf aufzuhängen vor dieser Wahl. Und wer sich wundert, warum wir aus einer Art Fischaugen-Froschperspektiven-Mischung aufzeichnen müssen, die Kollegen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind schon seit dem Wochenende vor Ort. Der SWR ist vor Ort, um zu berichten, wie die Landtagswahl ausgeht. Der RBB ist auch vor Ort, um zu berichten, wie die Landtagswahl ausgeht. Und auch das ZDF ist vor Ort, um zu berichten, wie die Landtagswahl ausgeht. Alles bewacht durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, betreut mit Redakteuren und technischen Mitarbeitern. Die Ausrüstung, mit der Tichys Einblick vor Ort ist, ist dagegen ungleich bescheidener.
Naja, und so bescheiden sind wir allerdings inhaltlich nicht. Wir haben eine Wahlwette veranstaltet, wie immer. Wahlwetten sind ein interessantes Instrument, weil bei einer Umfrage antworten die Menschen oft taktisch. Sie antworten, was sie sich wünschen. Bei einer Wahlwette gibt es was zu gewinnen, dann überlege ich, was wird die Mehrheit wohl entscheiden, wohin gehen meine Freunde, meine Gegner, wohin geht die Bevölkerung. Und unsere Wahlwette hat ein interessantes Ergebnis gebracht und das weicht ziemlich ab von dem, was die Umfragen der letzten Tage entwickelt haben, nämlich danach gewinnt die AfD mit über 30% sehr deutlich. Die SPD bleibt schwach mit 22%, die CDU ist super schwach mit 15%, Grüne und Linke sind raus und BSW mit 13,2% einigermaßen stark. Das ist jetzt die Landtagswahlwette. Also nochmal, AfD siegt und jetzt könnten wir rüberschalten zu den ersten Hochrechnungen, die die Kollegen mit den großen Studiofahrzeugen da so abgegeben haben. Gucken wir mal, was da so passiert, ob dieser Wahlkrimi tatsächlich jetzt so seine ersten Ergebnisse hat. Noch liegen sie mir nicht vor. Bei mir hier klingeln die Glocken. Das bedeutet, es ist noch nicht so weit. Ich habe noch keine Ergebnisse vorliegen. Gibt es welche im Hintergrund, die ich kriegen kann? Dann sieht es so aus, dass wir wirklich in der größten Situation sind, die man sich überhaupt vorstellen kann. Nämlich, dass die wir hier erleben. Brandenburg ist ja ein Land, das im Umbruch ist. Es ist einerseits der Speckgürtel Berlins. Da leben natürlich auch die wohlhabenden Berliner. Das neue Arkadien, die wunderschöne Landschaft in dieser Gegend, spricht für sich. Hier leben viele Grüne, hier leben viele Funktionäre, hier leben die wohlverdienenden Beamten, die sich die Preise in Brandenburg leisten können. Und gleichzeitig ist Brandenburg ein wirtschaftlich strukturell krankes Land ohne wesentliche Industrie, wenn man von dem problematischen Fall Tesla absieht. Und im Unterschied zum Westen sind hier die Ersparnisse geringer, die Not ist größer und niemand hat diese Reserven, die wir hier vermuten können im Westen. Das macht den Westen solider, das macht den Westen stabiler, aber das zeigt, dass die Probleme, die im Land bestehen, eben im Osten früher gezeigt werden. Und wem trauen jetzt die Wähler dieses Ergebnis zu? Bleibt mir nur die Frage immer wieder zu stellen, gibt es noch irgendwo Hochrechnungen oder wissen wir irgendetwas, was hier passiert? Wir haben noch keine Prognosen und ich bin nämlich einfach zu schnell. Einfach weil ich... Dann würde ich vorschlagen, dann holen wir heute jetzt unsere Gäste rein.